Bam, was war das denn? 16 Uhr heute Nachmittag. Des einen Freud, des anderen Leid. Ich hoffe, Sie mussten nicht darunter leiden. Heute um 16 Uhr der Aktienmarkt. Hier der Dow Jones Index. Wir sehen das. Heftige Bewegungen nach unten. Ebenso natürlich der DAX. Sehr heftige Bewegungen nach unten und ein Blick nochmal alternativ auf Gold. In dem Fall natürlich nach oben. Was war passiert? Gucken wir zunächst mal auf den Kalender. 16 Uhr heute standen die ISM Manufacturing PMI-Daten auf dem Plan. Das war der Vorwert, 49,1. Erwartet wurde ein Anstieg, kein Rieseneinstieg, Anstieg, aber immerhin wieder über die 50er-Marke, das heißt eher ein positives Bild, 50,4. Und was ist passiert? 47,8, deutlich unter den Erwartungen und auch sogar unter dem Vormonatswert. Also Pustekuchen, von wegen hier alles in Ordnung. Das hat den Markt mal eben wachgerüttelt und dafür gesorgt, dass der Markt hier eine heftige Bewegung hat. Warum kommt er jetzt erst mit dem Video? Natürlich ist es immer wichtig, vor Daten drauf zu gucken, ob sowas ansteht. Deshalb empfehle ich immer, die Daten des Tages im Blick zu haben. Eine Quelle ist natürlich hier bei finanzmarktwelt.de, aber wichtig eben drauf zu gucken, wann passiert irgendwas. Es ist aber extrem schwer, es zu vorherzusehen. Wer hätte das gedacht? Offensichtlich wohl niemand, sonst hätte der Markt da nicht so heftig reagiert. Deshalb sage ich als Intraday-Trader, ich muss nicht unbedingt das vorweg wissen, ich muss nur wissen, wann es passiert, um dann gegebenenfalls reagieren zu können oder notfalls eben eine Vorbereitung dafür zu treffen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Ich persönlich trade auf kleiner Ebene in der Regel vor diesen Ereignissen nicht, weil einfach die Risiken unkalkulierbar sind. Natürlich hätte man gerne einen Riesengewinn, aber es ist nicht so ganz einfach. Trotzdem will ich mal hier eine Sache zeigen, zum Beispiel bei Gold. Auch wenn das jetzt nachwirkend ist, trotz alledem, man sieht schon relativ zügig nach oben, relativ wackelig hier die Bewegung nach unten. Wir können auch noch mal eine Ebene kleiner gehen. Dann sieht man das gegebenenfalls ein bisschen deutlicher. Sogar fünffällig, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben im Verhältnis dazu mit Überschneidung. Wir sehen hier zwischen Gegenbewegungen überlappen hier. Und der Klassiker wäre doch an dieser Stelle long gegangen zu sein. So, und wenn Sie jetzt sagen, was für ein Idiot, warum erzählt er uns das jetzt? Hätte er das nicht vorher machen können? Gut, theoretisch natürlich schon. Allerdings hätte uns das allen wahrscheinlich nicht wirklich viel geholfen, denn jetzt sieht das akademisch gesehen super aus und ist eigentlich auch genau unsere Handelssituation. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zum Zuge gekommen wären, ist extrem gering. Das ist die Frage, deshalb wollen wir immer so ein bisschen auch Wissen ja hier vermitteln. Wie gehe ich denn rein in eine Order? Das ist typischerweise mit einer Stop-Order. Hätte ich hier eine einfache Stop-Order gewählt, wäre ich mit Sicherheit nicht hier ausgeführt worden, sondern zu irgendwelchen Preisen deutlich höher, weil natürlich hier wahnsinnig viele Leute kaufen wollten und hier relativ wenig Gegenstück, also Verkaufsgebote im Markt stehen. Und dann ist die Ausführung, die Preisausführung extrem abweichend von dem, was man will. Also eine einfache Stop-Order, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht so kompliziert von der Formulierung, hilft an dieser Stelle nicht wirklich, denn man würde nicht an diesem Punkt ausgeführt werden, sondern da wird der Stop getriggert, aber die Ausführung liegt deutlich weiter oben. Wo jetzt genau, das kann ich nur mutmaßen. Es hängt auch davon ab, an welcher zeitlichen Stelle man hier rein die Order platziert hätte, denn es gibt immer den Timestamp, den sogenannten, also den Zeitstempel sozusagen. Und da ist, wer zuerst da ist, der wird zuerst dann auch bedient. Aber natürlich zu den Preisen, die dann auch angeboten werden. Was wir in so einem typischen Fall dann machen, ist, dass wir mit einer Stop-Limit-Order arbeiten. Insbesondere bei Märkten mit Pause oder um Terminen herum ist das sinnvoll. Märkte mit Pause? Naja, End of Day natürlich. Oder wenn ein Wochenende ansteht, dann kann der Markt ja mit einem Gap eröffnen und das kann teuer werden. Deshalb nimmt man eine Stop-Limit-Order. Der Stop läge dann immer noch hier und das Limit typischerweise vielleicht irgendwo hier, wo man sagt, naja, ich kann wohl ein bisschen Preisabweichung vertragen. Das heißt, ich hätte hier trotzdem in die Röhre geguckt, weil ich gesagt hätte, ja, ich habe es gesehen, ich habe es gewusst, aber ich habe es halt nicht gekriegt, denn der Kurs hätte mir dieses Preisangebot wahrscheinlich gar nicht ermöglicht, weil möglicherweise zu viele andere noch vor mir da drin ständen und einfach zu wenig Verkaufsangebote da sind. Also, deshalb nicht traurig sein, nicht sagen, oh Gott, ich habe es wieder verpasst. Akademisch ist das super spannend, praktisch, aber nicht wirklich umsetzbar. Glauben Sie mir, aus
jahrelange Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung, es lässt sich leider so nicht umsetzen. Deshalb ist es aber spannend, jetzt im Nachgang zu gucken, was kriegen wir denn jetzt? Und das können wir nutzen und deshalb wollen wir jetzt natürlich auch nochmal schnell drauf schauen, was bringt uns das beim Gold, beim DAX? Gold beispielsweise, wenn der jetzt irgendwann wackelig runterkommt, hey, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass hier der nächste Schub quasi initiiert wird. Der wird vielleicht nicht ganz so steil laufen, vielleicht läuft er wieder so, aber hey, das ist doch auch schon mal nicht so schlecht. Also das gleiche Kriterium, was wir bisher hatten, das können wir natürlich hier auch anwenden, mit dem Unterschied, dass wir jetzt einen klaren Hingucker haben. Beim DAX sieht das ein bisschen anders aus, aber eigentlich immer noch perfekt, denn wir hatten gestern ja schon darüber gesprochen, toller Anstieg und wir brauchen doch mal einen Rücksetzer. Ja, wie bestellt, so gekommen, so ungefähr. Er ist sehr schnell hier runtergekommen. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, für einen steilen Anstieg haben wir jetzt einen sehr steilen Rücksetzer. Besser ist es, er macht irgendwann im Laufe der Zeit nochmal sowas. Das heißt, noch ein bisschen abwarten. 15 Minuten Chart, sicherlich für heute nicht mehr realisierbar, aber das wäre etwas Klassisches. Und dann kann man Zwischenhochs oder vielleicht kriegt man hier noch kleinere Zwischenhochs, kann man die dann für einen Einstieg nutzen. Denn an dem Gesamtbild hat sich erstmal nichts geändert, solange nicht der Markt jetzt sowas macht und scharfe Abwärtsbewegungen, weit umfassende Abwärtsbewegungen, sowas als Beispiel, ja, dann ist das Bild erstmal im Pausemodus. Dann müssen wir hier unsere Zählung ein klein bisschen anpassen. Vielleicht kommt es dann später nochmal nach oben. Das weiß man im Moment natürlich nicht. So, das Gleiche können Sie beim Dow Jones natürlich machen. Das Prinzip ist hier mehr oder weniger das Gleiche. Achten Sie nochmal drauf. Es steht an, dass wir vielleicht ein neues Tief hier nochmal angeboten bekommen. Ich würde es mir sowieso wünschen, denn all das, was wir von dem echten Tief hier hatten, war bis jetzt noch nicht der Burner. Also, bitte nochmal einmal runtergehen und dann nach oben triggern, fände ich herzallerliebst, dann würde auch dieses Bild wunderbar aufgehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht unter die Räder kommen, nicht enttäuscht sind, sondern das Beste draus machen, nämlich die aktuellen Bewegungen entsprechend nutzen und sagen, da kann man doch was draus machen. Jetzt bitte schön, gib mir auch mal irgendwie was Korrektives, um dann wieder einzusteigen. In diesem Sinne, alles Gute.